Recht herzlich willkommen zur zweiten Folge von Planet Nomads. Und ja, dunkel ist es, Lampe anmachen, F, da sind wir wieder zu sehen. Und ja, das Auto steht noch und es rutschte letztes Mal weg. Wir haben es gebaut und jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen, ne? Ist jetzt gerade Abend oder Nacht, weiß ich nicht. Entweder wir fahren mit dem Auto durch die Gegend, was wir ja dafür extra eigentlich gebaut haben, oder ja, und das mit dem Steuern, das war gar nicht mal so einfach, ne? So, gut. Dann wollen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen fahren. Und schauen, wie wir da durch die Gegend kommen. Da ist ein großer Stein, da wollen wir mal nicht vorfahren. Nein, noch ein Ackschaden. Okay. Ja. Irgendwie haben wir da gerade ein Lichtproblem, oder? Und das Auto fährt unwahrscheinlich schwierig, würde ich jetzt mal sagen. Oh. Nee, jetzt fahr nicht rückwärts, fahr vorwärts. Gut. Was ist denn das denn für ein Baum hier, ha? Hm. Das kennt aber. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, wir steigen mal aus und gehen dann mal hin und gucken, was das ist, oder? Auto fährt nicht, ne? Nein, gut. Nicht, dass das uns wegrollt. Handbremse ist ja noch nie dran, ne? Ach so, wir müssen das Werkzeug ändern. Und ist das einfach nur ein Baum, oder? Ja, es ist wohl einfach nur ein Baum. Ne, das ist eine Wurzel. Das muss irgendwas anderes sein, ne? Und dann ist es kaputt. Und das hier ist Stein. Haben wir das denn auch abgearbeitet? Ja. Aber Ressourcen oder so kann man irgendwie nicht sehen, ne? Jetzt ist er weg, der Stein. Gut. Aber wir haben ja 1000 Möglichkeiten, wie man hier sieht. Energy ist nur der Motor jetzt da. Utilities. Beacon. Cockpit. Fence. Zaun. Fence Corner. Zaun Ecke. Rotation Plate. Keine Ahnung, wofür das ist. Hinge. Beacon, also ein Sender. Licht. Das ist eine Jack Tool Arbeitsbühne. Searchlight Front Mount. Oh, das hört sich cool an, oder? Aha. Nochmal das auf 7 gerade. Kann ich das so hinziehen, ne? Genau. Und was ist das hier? Searchlight Top Mount. Front Mount Top Top ist doof, weil, ne? Haben wir gerade nicht. Indoor Light, auch cool. Ja, Federung und Reit ist da. Basic, was ist Basic? Bausteine? Ja, sieht so aus. Das hier ist ein Corner. Eine Ecke. Arid steht nicht. Ja, ganz viele Sachen sind das. Aber irgendwie ist das nur ein bisschen, ne? Da ist eine Tür. Ja, vielleicht sollten wir auch mal was bauen. Das Fenster hier. Flat Window. 1x2. Okay. Gehen wir mal gerade an unser Auto. Und habe ich die 7 ausgewählt? Ich glaube schon, ne? Ah ja, okay. Dann haben wir schon mal 2 dran, ne? Jetzt müsste man nur gucken. Ah, wird natürlich jetzt gerade hell, ist klar. Da können wir dann nichts testen. Aber jetzt können wir die schöne Gegend angucken, ne? Sieht ja richtig schick aus hier. Ist da oben irgendwas? Ne, ist nur ein normaler Baum, ne? Sieht nicht so aus wie eine Radarstation oder sowas. Das weg. So, dann auf E und los geht's, fahren wir weiter. Ey, das Ding eiert aber ganz gut, ne? Mhm, fahren wir erstmal hier lang, sieht da sehr flach aus.
Da sind ein paar Steine. Okay. Eine super flache Lichtung. Hier könnte man eine Basis bauen, würde ich sagen, ne? Halt mal an, halt mal an, halt mal an, halt mal an. Na, jetzt fährt er schon rückwärts. Ja, vielleicht sollte man das hier mal tun, oder? Würde ich jetzt schon fast vorschlagen, ne? Ja, steigen wir mal aus. Ach so, wir haben ja auch noch so ein Jetpack, ne? Fällt mir gerade so ein. Lass mal gerade die Bedienung gucken nochmal. Was ist das für eine Taste? Space. Oh. Oh, da geht's ja richtig hoch, ne? Gut. Ja. Jetzt gucken wir mal rein. Corner. Cockpit. Full Block. Arken, Bogen. 3x3. Verschiedene Sachen, ne? Corner Arc, das ist dann vorne vorne die Rundung, würde ich sagen. Interieur. Und wir fangen mal hier mit der Tür an, oder? Ah, hydraulische Tür ist das. Müsste ich jetzt dann auf 8 legen, oder was? Aber... ja. Ist das hier eine... Da wird das Light and Sensors for Automatic Function can be upper. Was Electricity, okay. Das war Indoor-Licht. Das ist... Also das brauchen wir auch. Definitiv machen wir hier, damit wir die Ebene wieder haben. Aber ich möchte jetzt auch gar nicht alles... So, und dann machen wir erstmal hier die 9 hin. Ich glaube, wir gehen ein bisschen zu den Steinen hin und machen die hier zwischen den Steinen. Würde ich sagen, da macht's mir Sinn. Geht gar nicht hier überall hin, okay. Ah doch, da geht's. So. So, dann E. Kann man E drücken, aber es passiert nichts. Okay, da passiert dann wahrscheinlich was. Disconnected Electricity. Ah, ich glaube, wir müssen da noch einen Motor machen. Der liegt auf 6. So, dann mal da raus. Change Color? Ne, will ich gar nicht. So. So, jetzt ist es wohl verbunden, ne? Power off, Power on. Aber ich sehe noch kein Power on. Der ist an. So, nochmal. Ah, jetzt geht er. Irgendwas passte da eben nicht. So, jetzt haben wir eine schöne Ortung dieses Gebietes durch diesen Strahl hier. Wunderbar. Okay. Den sehen wir jetzt vom Weiten und ich glaube, der spendet wahrscheinlich auch etwas Licht in der Dunkelheit, ne? So. Und dann sollten wir uns nochmal angucken, wie wir was bauen können, ne? Ach, die Tür hatten wir da. Warte mal, dann machen wir das nochmal weg. Die
8. Nehmen wir dann mal. Aber ich kann hier keine Tür bauen, weil da wahrscheinlich irgendwie ein Bodenteil fehlt dann. Dann müssen wir wohl nochmal rein. Full Block. Vehicle and Building können wir das nehmen. Cockpit. Ist denn dann irgendwie ein Untergrundteil? Achso, hier, dieses wahrscheinlich, Floor. Das ist 3x3, dann nehmen wir das größere, packen das hier unten rein. Und B weg und 0. So, 0 geht jetzt nicht, weil wir wahrscheinlich Rohstoffe da nicht für haben oder sowas. Das könnte natürlich sein, ne? Was brauchen wir denn da? Gute Frage, ne? Weiß nicht, wofür jetzt dieses Sternchen da drin. Ach so, Favorites wahrscheinlich, wenn ich dann hier hingehe. Ja, genau so ist es. Wunderbar. Ja, aber dafür muss ich Metall haben. Geht also nicht. Energy Mobility Basic. Ja, was machen wir da? Basic. Dann würde ich sagen, können wir das auch neu belegen, indem wir das mit dem machen. Gucken wir mal. Will er nicht machen? Ah, da will er es machen. Tja. Kannst du die Achse drehen? Tja, ah doch, jetzt ging's grad. Das wird jetzt der Boden sozusagen. Schnappt nicht immer ein, ne? So, das ist erstmal gut. Jetzt gehe ich mal auf die 8 und gucke, ob ich da eine Tür... Ah, guck mal, da geht auch eine Tür, wenn drauf. So. Aber der war falsch. So. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die Tür auch ins Laufen nahe kriegen, ne? Okay. Schnapp mal ein. So, passt. Guck, da gibt es tatsächlich ein bisschen Licht. Von diesem Teil. Auto haben wir, Tür haben wir, was wollen wir mehr, ne? So. Also. Nee, das war falsch. Continue. Ich muss, Achso, mit E kann ich jetzt die Tür öffnen. Weiß noch nicht wie. Ja, er geht da aber nicht durch. Ja, die Stufe kommt da nicht hoch, aber ich könnte hüpfen, ne? Ja, geht irgendwie nicht. Tür gebaut, die nicht funktioniert. Okay, da müssen wir noch ein bisschen üben, ne? Dass wir das alles so hinkriegen. Gut. Ist erstmal nicht schlimm. Jetzt müssen wir wieder gucken, was wir noch bauen können im Endeffekt.
Interieur, was war das? Also Scheiben und sowas, Tür, Boden. Jetzt können wir mal gerade gucken, ob wir den Boden irgendwie platzieren können. Hier, den können wir dann wegmachen, da können wir mal eine Bodenplatte drauf machen. Über 3x3, ne? Ich glaube ja. Ja, jetzt haben wir die 9. Die 9 wollte ich nicht, jetzt ist das auch egal. Ah, guck mal. Geht auch, ne? Ja, weiß ich jetzt nicht, ne? So schnappen. Okay. Sieht jetzt nicht so aus, als ob das ideal hier zu bauen ist. Gut, das geht nicht. Das ist jetzt auch interessant. Man muss also auch aufpassen, dass die Höhe passt zum Beispiel, ne? Und ich muss noch mal gucken, wie man die Bauteile dreht. Building. Build Vision. Building Back Catalog. Block Catalog, nicht Back. Place Block, linke Maustaste, rechte Maustaste weg. Rotate Block mit Mausrad und Change Axis mit X. Alles klar. Mit X muss ich die Achsen tauschen. Will aber irgendwie nicht so, wie ich will. Gestaltet sich etwas schwierig, würde ich sagen. Wäre jetzt schön, wenn wir das so leichter dran kriegen hier, ne? Ich glaube, der will gar nicht auf normalem Boden. Der will immer diesen Untergrund haben. So, das Tor habe ich jetzt mal weggemacht. So. Jetzt baue den mal da bitte hin, so dass ich das auch hin... Aber ich glaube, es liegt definitiv daran, dass ich den Untergrund haben muss. Da muss ich jetzt von dieser Seite kommen. Gut. So. Den haben wir auch. Ist wieder die 8. Und das ist auch gut. So, jetzt brauche ich nochmal die Tür, die jetzt nicht mehr da ist, weil wir die ausgetauscht haben. Gut, dann müssen wir die Tür nochmal haben. Die wollte ich dahin haben. Die neuen nochmal. Gucken, ob die Tür... Die Tür geht jetzt nämlich nicht drauf, weil diesen Boden mag die Tür nicht. Auch schön, ne? Okay, legen könnte die Tür auch, sehr schön. Ja, das würde bedeuten, wir müssen dann noch mal hier was hinbauen. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube noch da auch noch ein und dann soll es gehen, oder? Nochmal die 9 für die Tür. Dahin. So, jetzt gehe ich da mal hin. Die Tür brauche ich nicht mehr. Ich brauche jetzt einen Stein eher.
Okay, das ist die erste Wand. Gut. Jetzt mach den Baumodus mal aus. Warte, das war verkehrt. Und jetzt das E gedrückt. Jetzt ist die Tür da, aber ich komme trotzdem nicht durch, weil ich nicht weiß, wie sie funktioniert. Das soll ja so eine... Ah. Warte mal. Ah, so sieht's aus. Es ist ja eine Elektrotür, ne? Deswegen geht das auch nicht, ne? So. Ah, das war verkehrt. Den Modus nochmal verlassen. Ja, die geht jetzt nicht, weil da kein Strom dran ist. Gut. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.